Hallo, ihr Neugierigen. Unerwartet haben die Fans von One Direction mal diese Worte gehört. After 5 incredible years, Zayn Malik has decided to leave One Direction. Wenn ihr Fans dieser Band seid, werden euch diese Worte wahrscheinlich immer noch verfolgen. Aber wenn ihr Zayn-Fans seid, ist es euch wahrscheinlich egal, weil sich heute alle nur auf sein Soloalbum und auf seine erstaunliche Stimme freuen. Natürlich ist dies ein neues Kapitel für Zayn, der als erster entschied, die größte Musikband der Welt zu verlassen. Was waren die wahren Gründe für seinen Weggang? Hat er die Band wirklich zerstört? Warum sprechen ehemalige Mitglieder der Band jetzt über seinen Rücktritt? Bleibt dran und erfahrt, warum Zayn Malik alles, was One Direction betrifft, aufgegeben hat. Ja, aber bevor wir anfangen, noch eins. Vergesst nicht, uns Daumen nach oben zu geben und unseren Channel zu abonnieren. Erinnert ihr euch noch daran, was ihr am 25. März 2015 gemacht habt, als One Direction ihren berüchtigten Facebook-Post veröffentlichte? Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, was damals passierte, erklären wir es schnell. Zayn verließ die Band und wirbelte damit viel Staub auf. Seitdem haben sich viele damit abgefunden, aber andere sind immer noch verärgert. Ihr wisst, wen wir meinen. Natürlich die treuesten Fans und die ehemaligen Bandmitglieder, die angeblich wie seine Brüder waren und nun es nicht mehr sind. Einige Fans der Band sind immer noch wütend auf Zayn, dass er mit seinem Weggang dazu beigetragen hat, dass die Band einige Monate später auseinanderfiel. Aber vielleicht wären sie nicht ganz so streng, wenn sie wüssten, dass die Gründe für seinen Rücktritt viel ernster gewesen waren als nur der Wunsch, ein normaler Kerl zu sein. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Zayn ohne seine Mutter kein Mitglied von One Direction geworden wäre? Denn der damals 17-jährige Zayn hätte 2010 nie an einem X-Factor-Casting in Manchester teilnehmen können, wenn seine Mutter Trisha ihn nicht gezwungen hätte, aus dem Bett zu kommen. In seinem ersten Interview mit Beats One verriet der Musiker, dass er die Band schon kurz nach ihrer Gründung verlassen wollte. Aber erst 2015 hatte er den Mut dazu. Aber warum wollte er so früh weggehen? Zayn sagte, dass er das wollte, weil er von Anfang an seiner Arbeit mit One Direction gezweifelt habe. Und das habe daran gelegen, dass er keine Kontrolle über die Musik gehabt habe, die sie machten. In Wirklichkeit bekam die Band fertige, typische Popsongs, die sie singen sollte. Und Zayn wollte R&B und Hip-Hop performen. Er erzählte, dass wenn sie die Musik aufnahmen und er mehr R&B sang, mussten sie alles wiederholen, bis die Songs genug popartig waren. Mit der Zeit begann er die Musik von One Direction einfach so sehr zu hassen, dass er sie in seinen ersten Interviews nach seinem Weggang ständig schlecht machte und behauptete, dass sie nicht authentisch sei und er diese Musik auf einer Party mit seiner Freundin nicht hören würde. Er war einfach frustriert, aber musste er wirklich die Band angreifen, die ihn berühmt gemacht hat? Zayns Weggehen löste viele Gerüchte aus, und zwar nicht nur über die Gründe für eine solche Entscheidung. Es wurde gemunkelt, dass er in den letzten Tagen auf der One Direction Tour in Thailand seine damalige Verlobte Perry Edwards von Little Mix betrogen habe. Und offensichtlich war das kein Einzelfall. Es gab sogar Fotos davon, aber natürlich wurde alles dementiert. Und Zayn war einfach erschöpft von all dem. Warum hatte Zayn also eine so schwierige Zeit, wenn er Musik liebte und wusste, was ihn inspirierte? Die Antwort ist, dass ihn seine psychische Gesundheit und Angst davon abgehalten haben, bestimmte Dinge zu tun. In einem Interview mit Vogue 2017 enthüllte der Musiker, dass er kein besonders geselliger Mensch sei und sich in kleineren Gruppen besser fühle. Und deshalb habe der plötzliche Ruhm bei ihm psychische Probleme ausgelöst. Wenn man dazu noch den verrückten Zeitplan von One Direction dazu denkt, kann man verstehen, dass er einfach alles langsamer machen wollte. Zayn beschloss, offen über seine Ängste zu sprechen, als er sein Konzert im Juni 2016 absagen musste. Die Bandmitglieder boten ihm ursprünglich an, der Presse offiziell mitzuteilen, dass er krank sei, aber er wollte nichts verbergen. Denn Ängste seien nichts, wofür man sich schämen muss. Und die Wahrheit ist auch, dass er immer wieder vor den Auftritten Panikattacken bekam. Zayn ist seit Beginn seiner Solokarriere nur wenige Male live aufgetreten. Er gab zu, dass er sich auf der Bühne in One Direction sicherer fühle, weil es da noch andere Leute gab. Aber solo auf der Bühne zu stehen, ist eine ganz andere Sache. Aber Angst ist nicht das Einzige, was ihn quälte. Mehrmals tauchte der Musiker nicht bei wichtigen Events auf und es wurde sofort spekuliert, dass er Suchtmittel nimmt. In Wirklichkeit hatte er Essstörungen. Dieses Problem verschärfte sich Ende 2014. Obwohl er keine Probleme mit dem Gewicht hatte, ließ er wegen der Arbeitsbelastung und des Tempos einfach die Mahlzeiten aus. Bei seiner Krankheit ging es nicht um die Wahrnehmung des Körpers, sondern um die Kontrolle. Denn zu dieser Zeit war das Essen das Einzige in seinem Leben, über das er die Kontrolle hatte. Habt ihr jemals daran gedacht, dass Zayn so ernste Probleme während seiner Zeit bei One Direction hatte? Um ehrlich zu sein, viele Leute dachten, der Junge lebe ein tolles Leben und sei einfach nur schüchtern. Und wie ist nun die Situation zwischen Zayn und seinen ehemaligen Brüdern von One Direction? Zayn sagte, dass er schon ewig mit ihnen keinen Kontakt habe und sie miteinander nicht reden würden. Nun, Zayn gab auch zu, dass er sich mit den Jungs nicht wirklich angefreundet hat. Vielleicht hat er sich deshalb auf die Twitter-Diskussion mit Lewis Tomlinson eingelassen. Und obwohl diese beiden nach dem Tod von Lewis' Mutter angeblich miteinander in Kontakt traten, nahm Zayn nicht an der ersten Solo-Aufführung seines Freundes teil. Und aus diesem Grund hat Lewis immer noch einen Groll gegen ihn. Glaubt ihr, dass es eine Chance gibt, dass sich Zayn und Lewis in Zukunft noch versöhnen?
Und was ist mit den anderen Jungs? In einem Interview mit GQ gab Liam Payne zu, dass Zayn, nachdem er sich entschieden hatte, wegzugehen, keine Nachricht an ihn gesendet habe. Und sie hätten sich auch nie wirklich voneinander verabschiedet. Liam sagte auch, dass er sich sehr bemühte, ein Freund von Zayn zu sein, weil er nicht wollte, dass dieser seine Ängste allein überwinden musste. Aber noch 2017 sagte Zayn, dass er beispielsweise Harry Styles nicht nahe stand und dass sie miteinander nicht wirklich redeten, als sie noch in der Band zusammen sangen. Nun, es gibt Beweise, die etwas anderes besagen. Vor kurzem gab Harry Styles zu, dass er und die anderen Jungs sich dessen nicht bewusst waren, dass Zayn unzufrieden mit dem Team und der gemeinsamen Arbeit war. Harry sagte, dass sie alle traurig waren, dass jemand von ihnen gegangen sei, aber auch, dass Zayn seine Zeit in der Band nicht genoss. Er sagte, dass zu diesem Zeitpunkt die Tour und überhaupt alles gut lief und dass jeder eigentlich dort war, wo er sich wohlfühlte. Deshalb waren sie so überrascht, dass Zayn all das nicht mochte. Und während Zayn für die Auflösung der Band verantwortlich gemacht wird, ist die Wahrheit vielmehr, dass Harry 2014 eine Pause vorgeschlagen hat. Er gab es sogar in einem Interview mit Rolling Stone zu. Okay, also ist das nicht der Moment, um aufzuhören, Zayn die Schuld zu geben? Aha, und noch eins. Niall Horan sagte noch, dass es zwischen ihm und Zayn keine schlechten Gefühle gebe und er echt froh sei, dass Zayn seine Musik macht. Aber er glaube nicht, dass sich Zayn jemals der Band anschließen würde, wenn sie mal versuchen würden, One Direction wiederzubeleben. Also echt, wir haben den Eindruck, dass jedes Mitglied der Band etwas anderes sagt. Und was denkt ihr darüber? Zayn Malik hatte gute Gründe, One Direction zu verlassen, aber er musste nicht wirklich alle Brücken hinter sich abbrechen und so mit der Band reden. Nach all dem, was diese Jungs gemeinsam erlebt haben. Und nun wieder zurück zu euch. Was denkt ihr? War das für Zayn eine gute Entscheidung, One Direction zu verlassen? Glaubt ihr, dass er eines Tages seine Angst überwindet und live auftreten kann? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!